Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. In Deutschland fehlen immer mehr Kindern grundlegende Fähigkeiten in Lesen, Schreiben und Rechnen. Das haben verschiedene Erhebungen zutage gefördert, zuletzt die sogenannte PISA-Studie. Zwar steht Bayern mit seinem leistungsfähigen Schulsystem im Ländervergleich sehr gut da. Für den Bildungsbereich stellen wir allein im neuen Doppelhaushalt 4.000 neue Stellen bereit. Doch wenn ein wachsender Teil der Viertklässler nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen kann, müssen wir mehr tun. Angesichts des gewaltigen Fachkräftemangels darf uns kein Schüler mehr verloren gehen. Genau darauf zielt Kultusministerin Anna Stolze ab. Diese Woche hat sie im Kabinett ihre PISA-Offensive Bayern vorgestellt und sie wagt grundlegend Neues. So sieht ihr Maßnahmenplan unter anderem vor, dass an Grundschulen wöchentlich eine Stunde mehr Deutsch sowie eine Stunde mehr Mathematik unterrichtet werden kann. Die Schulfamilie vor Ort entscheidet. Damit legt unsere Bayern-Koalition den Schwerpunkt auf die Stärkung der Basiskompetenzen und das alles ohne Streichung von Stunden. Ich stehe voll und ganz hinter den Plänen der Kultusministerin. Denn angesichts des erneuten schlechten Abschneidens deutscher Schüler bei verschiedenen Bildungsstudien benötigt die Schulfamilie ein wirksames Instrumentarium zur Bekämpfung von Wissenslücken. Grundlage einer funktionierenden und erfolgreichen Werteerziehung ist und bleibt das Beherrschen der Muttersprache. Nur so werden wir als aufgeklärte, offene Gesellschaft glücken und mit unseren westlichen Werten in der Welt bestehen können. Und da künftig jede Schülerin und jeder Schüler ein eigenes Tablet erhält, wird auch die Freude am digitalen Lernen nicht zu kurz kommen. Für ihren Mut verdient Anna Stolz deshalb Dank und Anerkennung. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.